Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Ich werde jetzt zu Landtresor zurückkehren. Tresor. Und ihm berichten von meinen Erfolgen. Ach, wir gehen mal den Weg raus, den offiziellen. Jungs, mach mal Platz. Ich bin ein bisschen flotter als ihr unterwegs. So. Ja, ich bin mal gespannt, wo das jetzt drauf hinausläuft. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich diese Questreihe gemacht habe oder nicht, muss ich gestehen. Ach, ich sehe gerade, ich bin nicht im Schatten gestellt. Das geht, ohne dass ich vom Pferd absitze. Ich finde das so seltsam. Alle möglichen anderen Sachen, da werde ich vom Pferd geholt, aber da nicht. Weird. Pfeilus, Nachtelf, okay. Ja, leider ist hier wieder alles in Allianzhand. Das war bestimmt neulich mal ein Versehen, dass die Horde hier mal die Oberhand hatte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Spielerverhältnis Horde zur Allianz auf dem Server ist mittlerweile. Da ich ja nie PvP mache, interessiert mich das immer nur bedingt. Bin irgendwie vom Weg abgekommen. Ja. Na. Aber jetzt wäre es tatsächlich gerade mal interessant, weil wir so viel Kristallpulverprobe haben. Oder? Nee, ich bin nicht zu weit. Ich habe jetzt gerade gedacht, weil da hinten schon Killsorge ist. Aber stimmt, das ist mehr oder weniger gegenüber, ne? Das ist hier. Gleich. Da vorne. Da. Ich war gerade einen Moment vergewirrt. Was ich mich frage, ist, ob ich das vielleicht verkürzen kann. Ich von hier irgendwie da auch reinkomme. Wow. Mein Pferd ist zu schnell. Ich weiß nicht warum, aber heute ist alles mal sehr flott hier. Wie sind meine... Wo ist denn... nicht anders als sonst auch, die Latenz. Aber gut. Da unten ist er. Kommen wir da runter, ohne zu sterben? Also, ohne zu sterben durch Fallschaden, wollte ich damit sagen. Ja, ich glaube, hier können wir. Oh Gott. Okay. Nee. Meine Buffs wieder aktivieren. Ne, Herren. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie geht alles sehr schnell gerade. Bin ich aber von der anderen Seite rangekommen und dann habe ich immer die auf der Seite kommenden Ogre schon umgehauen. Ich brauche ein Ziel.
So, dann reden wir mal mit ihm. Sich für den Gefallen revanchieren. Könnt ihr vorhersehen, was als nächstes geschieht? Ja, wahrscheinlich. Der Plan ist perfekt, Onimandra. Ich sehe jetzt schon die Früchte unserer Arbeit. Na, das ist ja schön. Was hier? Wisst ihr nun, warum ihr nie einen Krieg gegen mich gewinnen würdet? Ich muss zugeben, dass ich mich seit Jahrzehnten nicht mehr so lebendig gefühlt habe. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Onimandra. Nachricht für Garada. Landresort zeigt auf eine unbeschriftete Kiste. Nehmt dies. Es ist mein Geschenk an euer Volk. Ihr habt meinen Clan eigenhändig vor der Ausrottung bewahrt. Ihr könnt eurem Anführer sagen, dass Landresort von der brennenden Klinge und seine Felsfäuste das Friedensangebot annehmen. Oh, cool. So einfach? So einfach ist das? Blaue Items? Einfach so? Die Schmiede hat ein bisschen was von Teufelsenergie. Das ist ja langweilig, dass die hier auch unterwegs war. Okay, ich porte mal direkt zurück nach Garada. Ich habe tatsächlich hier quasi alles an Quests erledigt, was ich erledigen konnte. Was nicht eine Gruppe verlangt. Das finde ich cool irgendwie. Wir werden damit zwar keinen ganzen Level machen, aber ja. So, Garrosh, hier, man up. Blut und Donner. Nachricht für Garada. Garrosh scheint von dem Angebot unbeeindruckt zu sein. Ich würde ihm gerne in den Allerwertesten treten. Ja. Garrosh tritt die Kiste. Ihr verschwendet eure Zeit, Untote. Nehmt euch aus der Kiste, was immer ihr wollt. Weder ich noch Garada haben für diesen unnützen Tand Verwendung. Okay, wir kriegen mehr Ausdauer, kritische Teilverwertung und Zaubermacht, wenn wir das gegen den Ring des ermordeten Anachoreten austauschen. Oder Karindas Ehering. Da verlieren wir zwar Intelligenz, aber das erhöht die Zaubermacht um... Ja, ich glaube, wir nehmen das Kultistenband. Und wir tauschen das mal eben gegen Karindas Ehering aus. So, da. Cool. Blaues Item. Das wusste ich überhaupt nicht, dass hier ein blaues Item zustande kommt. Bei. Ich habe nicht dran gedacht. Okay, dann... ja, das ist Nesingvari, deswegen machen wir den nicht. Ich könnte natürlich das annehmen, dahin zu reisen, aber erstmal hier, Hauptmann Krogan. Nochmal. Krogans Bericht. Meine ursprünglichen Befehle sahen vor, dass ich für kurze Zeit in Garada bleibe und mich anschließend bei Blutwache Gulmok im Dorf Schattenmond melden sollte. In meiner Zeit hier ist mir klar geworden, dass Garada von einer langfristigen Zusammenarbeit mit der Horde profitieren würde. Ich weiß, dass Blutwache Gulmok alle verfügbaren Truppen braucht, aber er wird auch einsehen müssen, dass meine Mission hier noch nicht zu Ende ist. Reist nach Schattenmond, im nordwestlichen Teil des Schattenmondtals, und informiert Blutwache Gulmok über meine verspätete Ankunft. Okay, wir nehmen das mal an. Wir haben jetzt keine Folgequest hier mehr, ne? Nee. Kann ich noch... Ah, nee. Das ist nicht genug. Das ist ärgerlich. Wie kann ich euch helfen? Ist mal weg. Ist mal repariert. Also so langsam, ne? Für die Horde. Wird das doch was hier mit dem Sparen auf das Flugmount. Der Erdene Ring hat auch keine Aufgaben mehr für uns. Ist ja erstaunlich. Niemand hat irgendwie... Also niemanden stört das, dass Garrosh hier so ein... Okay, das Schattenmontal ist hinter den Wäldern von Terrorka. Und wir müssen eigentlich hier als erstes hin. Wir haben hier ganz viele Sachen im
In den Wäldern von Terroka. Ja. Das verfolgen wir jetzt erstmal nicht. Stattdessen verfolge ich jetzt mal alles. Ja, das ist auch in zu dem Schergrad. Das ist auch Schergrad. Ich meine, wir könnten natürlich auch ins Ich will die Wälder von Terroka machen jetzt. Jawohl. So, das werden wir alles einmal beobachten, damit wir es machen. So. Und ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich einmal nach Shadrat fliegen. Weil es von da aus kürzerer Weg ist. Moment, da waren zwei Quests. Ach nee, das eine war die... Ja. Mokra! So, da dort. Ist natürlich schade, wir sind kurz vor einem... Nicht weit von einem Level Up, aber gut. Ist auf jeden Fall haben wir jetzt einiges gemacht. Da unten wäre, glaube ich, das Nesingvari-Ding gewesen. Wir hätten hier durch die Wieso ist das rot für mich, aber... Wir sind ja Seher. Das Glück sei mit euch. Den Flugmeister, den... Läuft das unter Lehrer für einen Beruf? Möge eure Familie gesegnet sein. Verliert euren Glauben nicht. Nein, ich verliere meinen Glauben nicht. Ich finde es so süß, dass die Trainei diesen russischen Akzent haben. So, wir müssen... Ausgang aus... Oder wird der Ausgang aus Shadrat der richtige? Wow. Macht das nicht nach zu Hause, Kinder. Das ist ganz schlecht. So, wir haben noch... Ich glaube, die gibt es erst ab Level 70, ne? Die Quests bei denen. Wir gucken mal eben. Das haben wir. Ist aber sehr mager, was der hier. Ihr seht müde aus, Priesterin. Ich habe was für euch. Diese Amulette können euch helfen, über Hindernisse zu springen und durch Flüsse zu schwimmen, als wärt ihr drin geboren. Die Peppen euer Essen auf, dass Wunden sich direkt vor euren Augen schließen. Ja, na, dann gucken wir doch mal.
Aha, seht ihr das? Gaunar ist wieder zurück. Zurück an meinem alten Stand, zurück mit meinen alten Waren und bereit, Geschäfte mit euch zu machen. Wollt ihr besser, stärker, schneller sein? Ich garantiere euch, dass ein jedes dieser Amulette genau das kann, was es verspricht. Kommt näher und erwerbt eines dieser fantastischen Schmuckstücke. Doppelt so teuer, sogar noch billig. Ja, ich schau mich mal um. Die Hula-Wackelpuppe, okay. Talisman der wahren Schatzjagd. 25 Gold. Seid Seife an der Schleife. Abenteuerlust ist keine Entschuldigung für mangelnde Hygiene. Jetzt kann man seine Seife überall mit sich umhertragen. Stein der erstaunlichen Sprungkraft. Ein einfacher Stein, der dem Träger die Fähigkeit verleiht, über Hindernisse und kleine Abgründe zu springen. Freund der friedlichen Kreatur. Dieses Amulett hält gefährliche Kreaturen fern. Fügt ihr einer Kreatur Schaden zu, ist der Magieschutz vorübergehend gebrochen. Ah, wie geil ist das? Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals angesprochen zu haben. Herrlich. Ja, Mundstoff ist natürlich... Ich guck mal gerade hier, ob ich irgendwas sehe, was ich für Kyrios kaufen kann. Den habe ich übrigens offscreen schon sehr gelevelt. Der kann mittlerweile, ist der bei Schneiderei immerhin fast 200. Also ich bin bei Magiestoff angekommen. Mit anderen Worten, wenn Unimandra Level 80 ist, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal... irgendwas tun können. Okay. Ja. Auf dann. Das ist alles zu hoch. So. Wir gucken mal. Wir sind jetzt hier. Ja, Entschuldigung. Ein bisschen schief geritten gerade. So, dann. Was ist da? Wie ein etwas für die Seher. Also für unsere Fraktion hier. Terramotten. Ja, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr. Das Auge beobachtet euch. Uns alle. Ich traue mich nicht, auf die Spitze des Turms zu gehen, um mit ihm zu sprechen. Aber ihr seht aus, als könntet ihr die richtigen Worte finden. Aber seid vorsichtig. Es mag keine Witze und kann Dummköpfe nicht leiden. Überredet es, auf eine Tasse Tee hinunterzukommen. Aber bitte sorgt dafür, dass es mich nicht mehr anstarrt. Du meine Güte. Okay. Was ist hier passiert? Sollte hier hin und das ist doch, ich bin doch hier richtig. Was ist los mit dem Szenario, Dickicht? Ja, das frage ich mich auch gerade. Irgendwelche seltsamen Dinge sind hier passiert. Ja klar, mitten in die Motte rein. Einmal mitten in die Motte rein. Gut. Aura, alle Abtrieb. Kann man das bannen? Nee, lässt sich nicht bannen. Es lässt sich nicht bannen. Es geht nicht, wenn ihr zum Schweigen gebracht wurde.
Wieso bin ich zum Schweigen gebracht? Es gibt nichts zu bannen. Okay. Okay, das ist nur im Dickicht. Da ist doch irgendwas faul. Was ist hier passiert? Das müssen wir ergründen. An der Karte warten wir hier. Das ist der Turm, in dem dieser merkwürdige Druide vermutlich sprach. Wollen nicht mit mir reden. Angeblich bin ich nicht nah genug bei ihnen ran. Nein, ist schon klar. Ja, wir müssen uns um dieses Rätsel hier kümmern. Ich frage mich nur, wie wir... Hier muss doch irgendjemand sein, der nicht vollkommen von Sinnen ist. Oder tot. Ich möchte diesen Motten aus dem Weg gehen und dieser merkwürdigen Aura, die hier im Dickicht herrscht, aber... Ist gar nicht so einfach, mit einem Druiden zu sprechen, wenn alle Druiden tot sind. Also, ich habe gerade nochmal die Aufgabe... Ah ja, sie ist ja auch hier nochmal. Die sind alle tot. Wie soll ich mit einem von denen sprechen? Ich bin doch eine Priesterin, keine Totenbeschwörerin. Was ist der Brunnen? Diese Druiden sind ja immer ganz wild auf diese Brunnen. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Und beunruhigend. Gar nicht, wie ich hier mit irgendjemandem reden soll. Ja, das sind diese Motten, die strahlen diese komische Aura aus. Ich fühle mich geschwächt. Zu sein, der nicht. Hält sich wahrscheinlich gerade außerhalb der Aura auf, oder? Ja, hier ist die Aura nicht mehr da. Okay. Ich habe euch erwartet. Ja, seid vorsichtig, wenn ihr in dieses Dickicht geht, Priesterin. Es liegt eine böse Aura über diesem Ort. Dabei muss es sich um Reste von dem handeln, was die anderen Druiden zerstört hat. Okay, was ist los mit dem Szenarius-Dickicht? Die Vorfahren euch schützen. Ich bin froh, dass die Zuflucht euch geschickt hat. Die Druiden des Dickichts wurden ermordet. Nur ich und ein weiterer haben überlebt und der ist geisteskrank hier, den haben wir schon getroffen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin entschlossen, es herauszufinden. Was auch immer es war, es passierte schnell und fühlte sich unnatürlich an. Werdet ihr mir helfen? Geht in Frieden. Fremde Energie. Etwas Merkwürdiges hat die Terromotten des Gebüschs verändert. Wo einst eine Vielfalt von Arten herrschte, sind jetzt nur noch die Terromotten übrig. Und während sie früher friedlich waren, sind sie jetzt sehr aufgeregt und greifen alles an, was ihnen zu nahe kommt. Ich muss die Bösartigen mit den normalen Motten vergleichen. Bringt mir ein paar Exemplare von beiden Sorten. Die gewöhnlichen Terromotten findet ihr im Süden und im Norden. Ich bin mir sicher, dass dies mit dem Tod der Druiden zusammenhängt. Okay. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Hinweise im Dickicht. Ich habe keine Ahnung, was all die Druiden hier getötet hat. Ich war ein paar Tage unterwegs, um die Knochenwüste im Süden zu untersuchen. Bitte, ihr müsst mir helfen, herauszufinden, was hinter dieser furchtbaren Tragödie steckt. Geht zum Dickicht und haltet nach einem Hinweis Ausschau, der uns weiterhelfen könnte.
Als ich kurz dort war, hätte ich schwören können, dass ich einen toten Zerschlagenen und ein merkwürdiges Ding neben ihm gesehen habe. Und habt keine Angst vor Baumlass. Er ist vielleicht durch die Geschehnisse verrückt geworden, aber ich glaube, er ist harmlos. Geht mit der Erdenmutter. Ja, wir sollen Proben von Motten. Ach, wir holen erstmal die einfachen Proben. Empor und Empors Leichwächter. Warum sind die so weit auseinander? Na gut, wir holen erstmal diese. Ich hoffe, wir müssen nicht zu viele von denen umbringen. Eigentlich sehen die ja ganz hübsch aus. Sind zwar ein bisschen groß und ein bisschen beängstigend, aber eigentlich sind Motten. Also, eigentlich keine bösartigen Tiere. Ja, das ist alles schon sehr beunruhigend, was hier so vor sich geht. So insgesamt ist in der Scherbenwelt vieles im Argen. Habe ich das Gefühl. Auch wenn wir hier im Auftrag der weitestgehend im Auftrag unserer Untoten. Ich überlege gerade, wie ich sagen soll. Unserer untoten Gesellschaft drüben in der alten Welt hier unterwegs sind. Aber naja, eigentlich sind wir ja hier im Auftrag der Horde, mal nach dem Rechten zu schauen. Verhindern, dass sich weiter Dämonen durch das Portal in unsere Welt ergießen. Hier scheint ja doch das ein oder andere wirklich problematisch zu sein. Ich lege ja die ganze Zeit, ob ich mal eine Folge mache, wo wir nur Musik von World of Warcraft zusammen anhören und meine Ideen dazu loswerde. Ich liebe ja die ganzen Soundtracks von World of Warcraft. Weil ich sagen muss, ich finde tatsächlich immer noch den von Wrath of the Lich King am besten. Weil er in sich sehr stimmig und zusammenhängend ist. Also da gibt es viele Musikstücke, die sich aufeinander beziehen. Besonders die, die mit Arthas zu tun haben, die natürlich auch Warcraft 3 Bezüge teilweise noch haben, was besonders schön ist.
hier drin mehr Proben bekommen? Nur gebrochene Knochenpanzer. Es ist nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Was ist mit dieser Motte? Sie ist unter Wasser? Na, das ist, kann nicht gesund sein. Für eine Motte ist es eigentlich ganz schlecht, nass zu werden. So, und das Bein. Auch das ist nicht das, was ich brauche. Ob hier innen die Motten vielleicht eher Proben fallen lassen. Vielleicht sind sie noch bösartiger. Oh, die ganzen... Mann, die ganzen Druiden hier. Da, was ist da? Oh, da ist der Zerschlagene. Die Leiche eines der Zerschlagenen liegt hier. Seltsamerweise scheint die Todesursache nichts mit den mutierten Motten zu tun zu haben. Vielleicht wurde sein Tod durch das seltsame Objekt verursacht, welches neben seinen ausgestreckten Armen liegt. Dieses seltsame Objekt scheint eine Art technisches Gerät zu sein, dennoch habt ihr etwas derartiges noch nie zuvor gesehen. Vom Aussehen her vermutet ihr, dass es, was auch immer es sein mag, schon einmal benutzt wurde. Die Ausstattung ringsum lässt auf einen tödlichen Verwendungszweck schließen. Okay. Stellt sich nur die Frage, ist das vielleicht hier... Hat das vielleicht was mit Naftalar zu tun? War das möglich? Dass es da einen Zusammenhang gibt? Gehen wir mal hier hoch. Oh, oh, oh. Da. Ich weiß gar nicht, wo die Steinbrecherfestung damit ist. Irgendwo am Rand, glaube ich. Okay, dann müssen wir mal schauen. Es nützt nichts. Es hilft uns nichts. Okay, wir brauchen noch eine Probe. Es scheint wirklich schwierig zu sein, eine Probe von diesen Motten zu bekommen. Vielleicht liegt es daran, dass Motten ja eigentlich so zerbrechliche Wesen sind. Wenn wir versuchen, eine Probe von zu ihnen zu nehmen, macht sie einfach puff. Und darum kommt da nichts. Auf diesen Aufgang und trinke was, bevor wir da gleich ankommen oben und alles, was wir haben, sind irgendwie 30% Mana. Wäre schlecht.
das ist eine große, ziemlich dicke Motte. Aber es ist kein Elite-Gegner. Es ist einfach nur eine große Motte, die einen Namen hat. Das ist auch merkwürdig. Na komm, wir hauen mal mit dem Stab zu. Bringt nur ein zuckendes Bein. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch irgendwas finden, was ja, uns weiterhilft. Was ist das? Was ist das? Sieht das so aus? Szenarioszeichen? Ich meine eigentlich nicht. Ach. Ja. Ja, ich habe euren Chef getötet. Das fällt euch jetzt nicht, ne? Ich hab's mir fast gedacht. Baumlass. Nein, lauf da nicht rein. Hallo. Oh, der tapst auch so. Der ist so vollkommen desorientiert irgendwie. Essensgäste sollten respektvoller sein. Es ist besser so. Wenn es keine zivilisierte Einladung annehmen kann, dann ist es das auch nicht wert. Aufseher Baumlass schaut euch kurz verwirrt an. Wer seid ihr? Was wollt ihr von hier? Ihr müsst von hier verschwinden, bevor es zu spät ist. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Glücksreif des Narren. Oh, das erhöht die Intelligenz um 13. Das ist schon mal... Okay, das erhöht die Intelligenz um 13, tut aber sonst nicht mehr. Was tut das? Es würde mir Willenskraft fehlen, aber ich hätte mehr Ausdauer und eins mehr Intelligenz. Und das hier? 60 und 11 Stärke, 16 Ausdauer, 11 Intelligenz. Oh, wow, er hat sich zurückverwandelt. Okay, warte, lauf nicht weg. Ich kann mich nicht entscheiden. Nehme ich den? Ich glaube, ich nehme den. Nehme den. Halt, stopp. Lass mich den Glücksreif. Wow. Okay. Ich fürchte aber, dass ich hier sonst jetzt nicht viel werde ausrichten können. Verlasse ich das Dickicht jetzt erstmal wieder. Achso, und ich muss noch eine Probe von einer nicht bösen Motte haben. Fast leid, dass ich hier mit den Kampfgeräuschen immer die Musik überstimmen muss. Ich brauche ein Ziel. Oh, haha, was haben wir denn hier? Oh, auch nicht schlecht. Das wären 15 Intelligenz mehr. Allerdings weniger Zaubermacht. Aber natürlich nochmal nett in mehr Ausdauer. Ne? Ist ja auch nie schlecht. Das Ding gibt mehr Zaubermacht. Was natürlich gut ist. Insgesamt ist das Ding verbessert. Nee, es verbessert gar nicht die Zaubermacht, aber es verbessert die Intelligenz. Hier verlieren wir Zaubermacht. Das ist schlecht. Wir tauschen das mal. Den legen wir mal auf die Seite. Eventuell bietet der sich ja an als... etwas, das Kirios zaubern kann. Yes. Okay. Dann gehen wir doch mal zurück. Hoffen, dass er da irgendwelche Dinge rausfinden kann.
habt ihr meine Proben? Ja, hier. Wir sehen uns wieder. Merkwürdig. Die Proben der bösartigen Teromotten enthalten etwas, das sich wie reines Mana anfühlt. Wie es scheint, hinterließ das, was all die Tode verursacht hat, ein starkes Energiefeld. Aber aus irgendeinem Grund hat es die Teromotten nicht aufgebracht, sondern nur nicht umgebracht, sondern nur aufgewühlt. Es scheint, als wäre diese merkwürdige Energie ein Nebenprodukt dessen, was das Gebüsch angegriffen hat. Mögen die Vorfahren. Ja, ich glaube, ich weiß, was es war. Ja, ich hatte also recht. Die Leiche eines Zerschlagenen. Und ihr sagt, dass da tatsächlich ein komisches Objekt auf dem Boden neben ihm war? Das macht keinen Sinn. Was würde einer von ihnen denn hier wollen? Und was war das für ein Ding, das er dabei hatte? Hat es vielleicht all die Tode verursacht? Ja, möglich. Wir sehen uns wieder. Wir werden diesem Massaker auf den Grund gehen und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Geht mit der Erdenmutter. Ich bin mir nicht sicher, was das zu bedeuten hat, aber ich weiß, wie wir an weitere Hinweise kommen können. Empor ist ein Händler der Zerschlagenen, der mit allen Arten von Waren und Informationen handelt. Wenn wir ihn zum Reden bringen könnten, bin ich mir sicher, dass er etwas Interessantes zu sagen hätte. Er reist auf der Straße zwischen Turim und Shadrath hin und her. Seid aber vorsichtig, er hat einen Leibwächter. Geht in Frieden. Deswegen wollte er eben nicht mit uns sprechen. Ah, okay. Talente. So. Wir müssen noch voll machen. Okkultismus. Cool, dann haben wir alle, die ich hier voll haben wollte, glaube ich, voll, ne? Nice. Das heißt... Na gut, Level 70... ja gut, wir können ja dann zur Not noch Dinge in Disziplin freischalten, die interessant sind. Da ist der Empor. Deswegen wollte er eben auch nicht mit uns reden. Das habe ich zumindest so ein Gefühl. Hallo, wartet, halt, stopp, wartet. Wir werden überleben. Viel zu tun, was? Empor, ihr werdet mir jetzt erzählen, was ich wissen will, oder... Was soll das? Ja, das frage ich mich auch gerade. Was soll das? Warum haut ihr mich? Ich, Ding ist drauf. Hä? Ah, jetzt reicht es ihm. Was wollt ihr, Fremder? Nachdem ich jetzt übelst geschlagen wurde, was wollt ihr von mir? Ja, du hast mich angegriffen. Mit allen Mitteln. Mit euch. Gut, gut. Ich sage euch, was ich weiß, aber viel ist das nicht. Friede. Jetzt hat er sich ein Blitzschlagschild. Windhändler Latrei. Ich wurde gebeten, ein paar Kästen mit Waren beim Astralen in Shadrath abzuholen und auszuliefern. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, stand er außerhalb der Taverne Weltenend im unteren Viertel. Sein Name ist Windhändler Latrei, mehr weiß ich nicht. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt ihn selbst. Okay. Nun geht. Alles klar, das war jetzt irgendwie so ein bisschen weird. Was wollt ihr, Fremder? Ja, ich will gar nichts mehr. Das war jetzt weird. Irgendwie. Ich meine, warum hat er uns... Also, ne? Warum hat er uns, ohne zu zögern, erstmal angegriffen? Wäre gar nicht nötig gewesen. Also, das sage ich jetzt mal so, ne? Es wäre nicht nötig gewesen, dass er uns angreift. Wir hätten ihn ja nicht angegriffen. Jetzt kommt wieder die Frage, reite ich richtig rum oder falsch rum? Taverne Weltenend ist... Ich bin bestimmt wieder falsch umgeritten, oder? Nee, doch nicht. Doch nicht. Nee, Weltenend. Ach nee, da. Da, hier ist Weltenend. Genau. Ich muss auch mal gucken, dass ich hier mein... Quest.
dass ich mal hier meinen... Etwas dabei, was euch gefällt. Brauche ich noch drainiges Wasser? Nee, es geht. Ihr werdet zurückkommen. Lehrling Tasserell, wer bist denn du? Erzmagier Altus. Mein Mentor hat mich hierher geschickt, um nach Unterstützung zu suchen, aber unglücklicherweise darf ich mich nicht außerhalb des unteren Viertels aufhalten. Die Leute, die dieses Etablissement besuchen, sind leider alles andere als hilfreich. Ihr scheint anders zu sein. Gebt euch wohl gerne auf Abenteuer. Wenn ihr uns bei unserem Unterfangen unterstützen wollt, dann sprecht mit Erzmagier Altus außerhalb von Karasan, Medivs alter Behausung. Ich werde versuchen, mir in der Zwischenzeit Zutritt zum Rest der Stadt zu verschaffen. Man munkelt, dass sich ein ehemaliger Kollege von uns hier aufhält. Das ist die Prequest für Karasan, oder? Harris Pilton, hier ist sie. Maladash, Malanoe. Ja, man kann bei ihr Dinge kaufen. Also das tragbare Loch kann man bei ihr kaufen, was natürlich echt cool ist. Und die Handtasche von Dolche und Giganta, was auch sehr cool ist, aber ja. Ich weiß nicht, wer heute alles noch Paris Hilton kennt. Muss ich jetzt mal so sagen. Gibt's hier eigentlich keinen. Kann man hier sich nicht. What? Salsalabim knurrt dich an und kehrt dann zu seinem schaumigen Getränk zurück. Du bist doch. Das ist ja lustig. Okay. Hier kann man gar nicht seinen Heimatstein setzen, ha? Huh? Ich habe gedacht, das ginge hier. Nee, man muss es bei den Seern? Muss man es da? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal gleich gucken. Die Taverne Weltenend hat meinesgleichen nicht viel zu bieten. Jedoch zieht ein solches Etablissement genau die Art von Gästen an, die ein gesundes Interesse an meinen Waren haben. Meine Spezialitäten sind exotische Ingenieursbedarfswaren aus aller Welt. Gelegentlich habe ich auch die eine oder andere Rarität anzubieten. Kann ich euch vielleicht für irgendetwas interessieren? Ja, vielleicht. Ja, wie kann ich euch diesmal helfen? Und heute diesmal habt ihr schon mal. Ein persönlicher Gefallen. Eine Kiste, sagt ihr. Oder waren es mehrere? Wisst ihr, aus welchem Material sie war? Und wie heißt der Händler? Empur? Und ihr seid euch sicher, dass er ein Zerschlagener ist? Ich mache nicht viele Geschäfte mit ihresgleichen. Vielleicht hilft es meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge, wenn ihr mir einen Gefallen tut. Die Arakoa der Skith, diese primitiven Zauberer, haben neulich eine große Schiffsladung meiner magischen Waren gestohlen. Ich will alles zurückhaben. Ihr könnt das Skith-Versteck südlich von Shadrat finden. Na gut, wir müssen ja uns eh mit den Arakoa beschäftigen. Was gibt's denn hier? Ringe. Alles nicht so ganz dolle irgendwie. Aber gut. Ich will jetzt keine Quest in Karasan, keine Prequest für Karasan annehmen. Vor allem nicht, weil ich. Der liegt da. Und schläft. Ich habe gerade gedacht, was ist mit dem? Die Karasan Prequest ist jetzt vielleicht ein bisschen. Es ist ein bisschen sinnfrei. Weil wir sowieso nicht nach Karasan mit reinkommen. Nicht mit unserer Ausrüstung. Da will uns eh keiner mitnehmen. Das würde mein Problem sein. In allen Instanzen hätte ich eine viel zu schlechte Ausrüstung. Egal ob als Heiler oder Damage Dealer. Von daher. Ja, ich überlege gerade. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir versuchen. Ja, das sind die. Das ist dies. Das ist das mit den Feuerschwingen. Wir könnten erstmal die Wälder von Terroka erkunden. Das wäre jetzt vielleicht mal die nächste sinnvolle Tätigkeit.
Karte aufdecken. Oh Gott. Spinnen. Diese Spinnen. Und Basilisken. Und noch mehr Basilisken. Oh Gott. Hier ist alles ein bisschen gefährlich. Wo sind wir hier? Okay, wir könnten natürlich noch ganz hier unten das Skettis-Versteck. Für das untere Viertel farmen, werden wir uns um diese Aufgaben kümmern. Okay, nein. Leider nicht. Ach, das ging ja schnell. Machen wir mal Mana-Brand. Einfach, weil wir es können. Aber hey, 10% weniger Mana sind 10% weniger Mana. Aber wir sind so, leveltechnisch so weit über denen. Deswegen müssen wir ja auch hier, wollte ich auch unbedingt die Wälder von Terrokar jetzt machen, weil das ja dann sonst ein Problem mit den Erfahrungspunkten wäre. Ja, sich Gegner umhauen müssen und sie alle uns nichts bringen. Ich glaube, diese Federn sind auch wieder irgendwie ein Rufgegenstand, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber schon für das untere Viertel. Okay. Sie haben die Waren nicht nur gestohlen, sondern sie schleppen auch sie auch noch die ganze Zeit mit sich rum. Haben, werde ich auf jeden Fall zur Steinbrecherfeste, damit wir unseren Ruhestein setzen können. Ja, ich weiß, ich schweige, weil ich in der Geisterform bin. In der dispersiven Form. Dispersionsform. Ist doch irgendjemand eingesperrt. Nötig Gefängnisschlüssel. Es ist bestimmt eine Quest, die hierhin führt, aber es könnte sein, dass es eine Allianz-Quest ist, weil ich glaube, dass da drin sind keine Orks oder so, sondern Menschen. Wäre blöd, wenn wir nochmal hierhin müssen, weil wir jetzt hier irgendeine Questreihe nicht haben. Ich weiß es tatsächlich nicht. Oh Gott. Bin ins Feuer gelaufen. Ja, das sind Menschenkinder. Sterbliche. Ja, wir machen das mal. Gucken, dass wir zu die Steinbrecherfeste schnell erreichen. Die ist ja. Hier ist Schattenhammer. Rangol war. Okay. Das sah zumindest aus wie Schattenhammer. Aber die Steinbrecherfeste ist quasi auf der anderen Seite. Direkt hier einmal rum. Also, ne, hier steht, kann man es schon sehen auf der Karte.
gucken, dass ich da hinkomme. Dann setze ich da meinen Ruhestein und kümmere mich dann um weitere Dinge. Das ist auch eigentlich ganz gut, weil man von der Steinbrecherfeste aus überall ganz gut hinkommt. Ja, das nehmen wir jetzt nicht mit. Spinnen. Spinnen und Wölfe und Motten. Ist alles hier etwas wild. Das ist wieder eine coole Musik. Schon. Ja, schließlich auch noch Aufgaben. So, jetzt gehen wir als erstes mal hier oben hin. Holen uns den Flugpunkt und mal hier den Ruhm der Horde. Seid sicher. Wo finde ich denn Mukasa hier? Ach, hier draußen, ja? Ja, da ist Mukasa. Lokta. Nachricht aus den Zangamarschen. Es wurde auch langsam Zeit, dass der Außenposten fertig wird. Wir haben schon viel zu viele Boten an die Vorhut der Allianz verloren. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Okay. Na gut. Dann nehmen wir hier schon mal Aufgaben an und gucken, ob es hier irgendwelche Leute gibt, die uns Dinge verkaufen. Vielleicht hast du... Ah, solche Sachen hast du. Nee, die verkaufen wir jetzt mal nicht. Stoff sowieso nicht. Und die Federn, guck ich mal, ob das irgendwas war, was wir umwandeln können in Ruf oder so vielleicht. So. Als ich nach Nagrand reiste und zum Wald kam, hatte ich gefürchtet, dass viel unserer ursprünglichen Kultur verloren war. Ich bin dankbar zu sehen, dass ich falsch lag. Hier gibt es so viel zu tun. Gewänder des Wolfsgeistes. Vor Generationen, als die Orks die Wälder von Terrokar noch ihr Zuhause nannten, spielte der Wolfsgeist eine große Rolle in ihrem Leben. Als die Orks fortgingen, brauchten sie den Wolfgeist nicht mehr und haben ihn zurückgelassen. Mit der Zeit wurde der Geist einsam und verließ die Wälder ebenfalls. Ich glaube, dass ich den Wolfsgeist zu seinem ursprünglichen Heim zurückbringen kann, wie auch wir Orks zurückgekehrt sind. Das Ritual erfordert, dass ich ein Gewand aus den Pelzen der Wölfe der Wälder schneidere, um den Wolfsgeist zu seinem Zuhause zurückzugeleiten. Oh Gott, ich muss die armen Worgen. Naja, gut. Um den Wolfsgeist zurückzuholen, werden wir es mal machen, ne? Zorzistin Waldscham. Ruhig mal. Seid vorsichtig, nee. Mann. Tut mir leid. Tut mir leid, gerade nicht. Werkswaren, was hast du denn? Das Übliche. Goldfischstäbchen kochen. Würziger Flusskrebs. Kann ich auch noch nicht. Seid sicher. Neue Rezepte. Okay, Goldfischstäbchen. Goldener Stachelflosser. Die habe ich doch gehabt. Nein, den hatte ich. Genau, den hatte ich. Den habe ich. Ich habe 3 davon. Oh, nice, nice. Ich kann ihn kochen. Ist das cool? Ich kann ihn kochen. Die Quests sind hier oben. Vor lauter ganz übersehen, dass hier noch Quests zum Annehmen sind. Nee, hier oben ist jetzt keiner. Hier oben ist jetzt keiner, ne? Hier oben ist jetzt keiner, der mit mir reden will. Nein, natürlich nicht. Hm.
Oder ist das da drin alles? Ist das hier drin? Das könnte sein. Ach, die sind alle hier drin. Okay. Okay. Hier nochmal die. Auch wenn Hexenmeister nicht die übliche Gesellschaft sind, die ich so pflege. Seid vorsichtig, Priesterin. Der Wald ist voller versteckter Gefahren und Feinde. Kraft! Unangenehme Gesellschaft. Unsere Streitkräfte in Thralma dachten, sie hätten die Höllenorks der Höllenfeuerzitadelle unter Kontrolle. Aber die Neuankömmlinge in den Ruinen im Osten sagen etwas anderes. Wir können ihnen nicht erlauben, hier Fuß zu fassen. Rokak hat Schattenpirscher Kalde zu den Ruinen geschickt, um sie zu beobachten. Aber wir müssen sie aufhalten, bevor sie es sich zu bequem machen. Geht zu den Ruinen, dezimiert ihre Peons und haltet bei den Bäumen im Norden nach Kalde Ausschau. Er wird euch sagen, wo ihr danach hingehen sollt. Okay, magische Störung. Für die Horde. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als einen Zauber vorzubereiten und dann von einer unsichtbaren Macht unterbrochen zu werden. Nach dem vierten Mal wusste ich, dass es kein Zufall sein konnte und habe Kebezi losgeschickt, um die Ursache herauszufinden. Ich garantiere euch, dass ihr nie einen Wichtel treffen werdet, der widerspenstiger ist als Keb. Wie auch immer, er konnte die Quelle des Problems finden. Eine verteufelte Kreatur namens Sphärenjäger. Sie haben die Angewohnheit, überall, wo sie auftauchen, die magischen Energien zu stören. Ich habe genug von diesen Störungen. Okay. Ja, gut. Wir gucken mal. Ja, entschuldigt, dass ich störe, aber ich bin hier in offiziellem Auftrage. Raus damit! Malukas redet unaufhörlich von der historischen Bedeutung dieses Waldes. Aber ich habe keine Zeit, in der Geschichte zu schwelgen, bis unsere gegenwärtigen Probleme gelöst sind. Ich will damit nicht sagen, dass seine Arbeit hier nicht wichtig ist. Aber jemand muss sich um die Verteidigung und die Logistik dieser Feste kümmern. Kraft. Die Arakoa hindern. Wir müssen den Arakoa zeigen, dass sie unsere Leute nicht ungestraft angreifen können. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, werden unsere Straßen für die Händler, Kuriere oder Soldaten nicht sicher sein. Meine Späher haben die Anführer der größeren Arakoa-Siedlungen in der Gegend ermittelt. Sucht Ashkas, Ayid und Urdak im Reschk-Versteck, im Schirnau-Versteck und im Skith-Versteck und tötet sie. Vorwärts zum Sieg! Wusste doch, irgendwo mussten wir da nochmal hin. Irgendetwas muss ich falsch gemacht haben, sonst wäre ich nicht hierher versetzt worden. Na, du hast aber gerade noch sehr amüsiert gelacht. Das war alles falsch, hm? Das war alles falsch. Selama Ashalenore. Sprecht mit Späherin Neftis. Ich wurde informiert, dass eine unserer Späherinnen in der Nähe von Grangol war, zurzeit eine schaftenhafte Truppe beobachtet, die vor kurzem dorthin gezogen ist. Unimandra, ich möchte, dass ihr mit Späherin Neftis sprecht und schaut, wie ihr dabei helfen könnt, herauszufinden, was diese Unbekannten dort im Schilde führen. Geht von hier aus nach Süden und dann nach Westen, um den Norden der Knochenwüste herum. Ihr letzter Bericht besagt, dass sie sich in der Nähe des südlichen Eingangs zum Dorf befindet. Das war jetzt eine sehr umständliche Wegbeschreibung. Und Stolz. Sie ist eine Blutelfe in einem schicken Kleidchen. Die ist nicht viel in Wäldern unterwegs. Zeit ist Gold. Der Kriegsfahrt der Arakoa. Die Arakoa haben uns erneut angegriffen, dieses Mal bei Nacht. Sie haben ihre dunkle Magie eingesetzt, um zu entkommen, bevor wir losstürmen und ihnen Auge in Auge gegenübertreten konnten. Sie benutzen ihre Beschwörungskreise, um ihre Krieger von dem sicheren Tode zu retten. Aber wenn wir ihr Zuhause angreifen, können sie uns nicht entkommen. Das Resk-Versteck und das Shienor-Versteck liegen im Norden und Nordosten. Sucht diese Nester der Arakoa und tötet so viele ihr könnt. Ach du meine Güte. Haltet den Kurs. Ja, sie sind auf dem Kriegsfahrt, würde ich sagen. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja irgendwas Interessantes. Rezepte. Und es sind keine Fische. Es sind keine Fische. Das ist wahrscheinlich Phasendings, diese Phasendinger und Basiliskenfleisch. Das ist ja cool. Phasenverschobenes Fleisch hatte ich bis jetzt noch nicht. Basiliskenfleisch, okay. Haben wir hier, warum ist hier kein, das ist ein Räucherofen? Warum habt ihr hier keine Kochstelle? Das ist schon ein bisschen bizarr. Ich muss jetzt ernsthaft mir ein Feuer hier machen, ein Lagerfeuer, damit ich kochen kann. Na gut. Ihr wollt es nicht anders. Ich mache Goldfischstäbchen. Ja, das finde ich cool, dass ich jetzt tatsächlich was damit machen kann mit diesen. So, 300, wie viel
brauchen wir hierfür 350. Sind wir gar nicht so weit von weg. Nice. Ey, es ist ja richtig, richtig gut. Die leichte Feder können wir auf jeden Fall im Auktionshaus verkaufen. Das ist ja cool. Ja. Okay. An dieser Stelle mache ich jetzt aber mal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Im Augenblick immer mit einem Hauch von Rollenspiel. Ich weiß natürlich, was hier alles passiert ist, ne? Also, aber Unimandra kennt sich hier nicht aus und weiß nicht, was geschehen ist im Szenariusdickicht und kann sich mit diesen ganzen Dingen, die hier in den Welten von Terrorcar passieren, kann sich noch keinen Reim drauf machen. Beim nächsten Mal werden wir eine Mischung aus Erkunden und Quests erledigen machen. Ich werde also mal schauen, dass ich hier so alles erkundet bekomme, was hier südlich liegt. Und ja, gucken wir mal. Dann sage ich euch nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.